Los. Wir nehmen ja So, den erwünschten. dann ein wunderschöner, riesengroßer Crackling-Vergleich, gesponsert von Stefan. Stefan moderiert das jetzt auch einfach. Leg los. Genau, wir fangen mal an mit den kleinen Crackling-Boards mit Ringer, NEM, Titanbar Mittel, Big Breaker-Board von Weg und so weiter. Da haben wir auch die mit den doppelten Crackling-Auswürfen dabei. Und ja, ziehen wir einfach alle nacheinander weg, ne? Ja, ja, einfach, du musst keinen Vortrag halten. Jeweils zwei wolltest du machen, ne? Genau. Titanball Mitte von Funke. Ich räume meine Sachen gerade nochmal ein Stück weg hier. Mach das. Die sind super lecker, dankeschön. Wirklich, top. Crackerball von Beko mal im direkten Vergleich. Das war wer? Beko. Der war gut. Ja, die Größe ist ja so tief, die haben wir auch gut verfolgt. Lass jetzt zwei auf Schlag? Nee, nochmal ein Titanbad Mitte. Gento nochmal. Boah. Die sind schon echt geil. Den Big Cracker Ball von Deko. Was haben wir jetzt? Teufelskugeln von Star Trade. Star Trade. Der auch nicht so extrem stark die Erfahrung hat. Nee. Ja, auch heute leider wieder nicht. An dem Seminar hier. Ja. Okay, Star Trek bisher am schwächsten. Was kommt jetzt? Jetzt machen wir mit den Lucky 8 von Nico weiter. Die haben ja auch, glaube ich, nur 11 Gramm NEM oder so. Lucky 8 von Nico. Erstmal die mit dem Doppeleffekt, erstmal die vom Pyro-Trade. Pyro-Trade. Aber das ist gut, stimmt ja. Feuerball. Schlecht. Definitiv. Dann die Explosives Ball von Klasek ebenfalls mit dem Doppeleffekt. Pure, ne? Pure Trade. Das ist dann aber eine stärkere Abgrenzung. Der zweite Satz stimmt deutlich. Ja. Nochmal ein zweites Explosives Ball. Dumbum. Genau, Dumbum. Jetzt auch mit einfachem Effekt. Ich habe direkt den Vergleich dazu. Dann Big Whoppers aus dem Dreierbeutel. Leslie. Sind wir jetzt bei Burger King im Whopper oder was? Ja, wir sind jetzt bei Burger King. Wir sind jetzt beim Burger King Doppelwhopper angelangt, genau. Nicht schlecht. Definitiv.
Farbstern zu Beginn. Und weil es da angeblich auch Unterschiede geben soll, machen wir nochmal zwei Big Whoppers aus dem Bike Pack. Wirklich alles dabei hier. Ja. Was kommt jetzt? Big Balls Explode? Big Balls Explode, genau, aber die zweite Phase, nicht mehr die ganz gute erste Phase. 2018 oder so? 17? Genau, 18. So. 18. Noch von Fuhrweb.de, das war gerade ganz ganz. Das ist ja besser, das ist ja dunkler. Das ist ja, ja. Ja, ihr macht es so hell. Ja, da waren noch ein paar Knaller. Gute Knaller, wie man sieht. Von Föhrwerk Total, die Zibul-Serie. Er hat wirklich alle, die es am Markt gibt, ne? Ja. Argento, Titanball groß. Argento. Argento. Die sind ja ziemlich gut, die Titanball groß. Ja, die, ja, die hatte ich auch in Silvester. Ja? Ja. Jetzt schreibst du da die Videos raus und stellst die eine. Du bist gerade auch auf dem Video. Also, ja, sprachlich. Sprachlich, genau. Her am stärksten bisher, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann die Fast and Loud Balls von Catan. Catan, wer kauft denn sowas? An dem Laut. Das hat ausblasen, was da vor sich hin kugelt. An dem Laut von dem Fast and Loud müssen wir ein bisschen noch arbeiten. Also Argento am stärksten bisher. Welch ein Wunder. Naja, die Ausbreitung war hier auch ganz gut. Ja. So, dann haben wir die Heron Crackling Balls aus der 2019er Charge. Ja, ja. Heron waren wir gerade. Die waren bisher alle gleich. Ne? Was haben wir jetzt? Dann nochmal einen Heron 2017er Erstcharge. Meine Fresse. Jahrelang hat er gearbeitet an diesem Vergleich. Leslie Org. Genau, kriegt den Ballersatzartikel nochmal zum Schluss. Boah, das riecht hier auch richtig gut. Herrlich. Du bist auch anders. Du bist auch anders. Da kommen noch die Kubis. Das Badische. Ah ja. Kubische. Kubanische. Kubische. Ja, schon klar. Das sind geile. Was waren das für Bälle gerade? Das ist die Ork. So das sind keine. Achso, das sind keine Bälle, das sind eigentlich Feuertöpfe. Er nennt es Crackling Ball Ersatzartikel. Ah ja. Und hier fast wie Fleischersatzartikel. Nee, nee. So, crack den Büroland zum Schluss. Hui!
oben verpuffert. Ich kann sagen, soll das nicht ein Kubi sein? Na? Ich finde es schön, wie das Brett da vor sich hin brennt. Vielleicht schiebt er das dann mal in den Müll. Jawohl, schöne Ausbreitung. Hast du sehr gut gemacht. Wunderbar. Mega.